Der 60. Caravansalon. Ja, was wäre der ohne Celtic Rambler? So, wir stehen nämlich hier und das, da habe ich gerade gesagt, das ist ja mein Auto. Das ist ein Dodge Ram, der 1500er. Das ist ja quasi als Amerikaner gesehen, ist das ja der Kleine, oder? Ja, noch nicht ganz der Kleine, aber es gibt noch größer. Aber das ist natürlich das ideale Fahrzeug für den Celtic Rambler. Aber wobei man eben auch Ford Ranger und Amarok dafür auch ohne Probleme nutzen kann. Ja, der ist auch wirklich wunderbar. Wenn es kein Amerikaner sein soll. Ist das jetzt ein Diesel? Das ist ein Benziner, der hat aber LPG, das heißt, der läuft auf Gas. Und den fahre ich also tagtäglich, auch mit dem Celtic zusammen. Wir waren jetzt 3 Wochen gerade in Kroatien gewesen und absolut top. Ja, es geht nämlich darum, du hast hier quasi einen Sattelschlepper, so ist es, du hast einen großen Sattel, der ist da drauf, das Ding fährt genau. Sich auch so wie ein Sattelschlepper, das kann man schon sagen, oder? Ja, ich sag mal natürlich durch das Gewicht und die schöne Sattellast, die ich natürlich dadurch bekomme, da liegt das Ganze natürlich wie im Brett, ne? Also anders, völlig anders als beim Wohnwagen, wo ich dann eben keine Stützlast in dem Sinn habe, ist es bei so einem Sattelauflieger natürlich ganz was anderes, ne? Also ein wirklich ruhiges Fahren, kein Schlingern. Auch beim Überholen und so weiter, also absolut kein Problem. Gut, das ist ja jetzt wirklich ein ganz, ganz starker LKW, der dafür auch geeignet ist mit dem Motor. Da merkt man gar nicht, dass der hinten dran ist, oder? Nein, richtig. Also das merken Sie absolut nicht. Also bei 400 PS, was der jetzt hat, merkt man das absolut nicht. Der hat jetzt auch eine Luftfederung werkseitig drin, vorne und hinten komplett luftgefedertes Fahrzeug. So, wir schauen uns die mal an. Das sind die Sattelauflieger, die man hat. Also das sind, ich glaube, man nennt sie Fifth Wheel in Amerika. Genau. Das kenne ich so. Fifth Wheel, ja, ist richtig. So heißt ja auch die Firma, die baut in Wales. Firma Fifth Wheel Company. Und da gibt es eben die beiden Modelle. Einmal Dreamseeker, der etwas kleinere, und einmal der Celtic Rambler, der etwas größere. Der Kleine, so. Aber der Kleine ist trotzdem groß, weil sie haben im Regelfall auch Slideouts mit drin. Das können wir gleich mal gucken. Der hat auch einen Slideout hier? Beide haben Slideouts, ja, beide. So, wenn du mal kurz mal mitkommst, die Form, was ist das für ein Material? Ist das ist GFK. Komplett? Komplett GFK, innen wie außen und dann eben eine 33 mm Isolierung. Also komplett wintertauglich mit einer Fußbodenheizung von Alte, Warmwasserheizung. Auch der Slideout hintenrum ist komplett beheizt. Also so, dass man also wirklich ohne Probleme im Winter bis garantiert minus 20 Grad Urlaub machen kann. Ja, das Schöne ist, man sieht es hier sehr schön. GFK bedeutet auch eine unglaubliche Steifigkeit. Das heißt also auch das Thema Wackeln und so weiter, das ist nicht vergleichbar mit einem Wohnwagen, oder? Nein, absolut nicht, absolut nicht. Vor allen Dingen auch, wie gesagt, wenn Sie irgendwelche Schäden haben, ist es also relativ einfach zu reparieren, das Ganze. Ne? So, GFK, das ist ja der Mittel der Wahl oder das ganz große Mittel der Wahl. Das Reparieren, da ist jetzt außen ein Gelcoat? Da ist außen natürlich ein Gelcoat, wenn man jetzt natürlich einen Schaden hat. So ärgerlich wie das Ganze natürlich ist, kann ich es aber irgendwo mit einem Glasfaser erstmal reparieren, die ganze Geschichte. Und dann eben bei uns dann eben wieder den Feinschliff machen lassen. Ne? Ja, das ist der Rahmen. Das heißt, der steht auch ordentlich. Das Gesamtgewicht von dem Trailer? Zuletzt Gesamtgewicht hat der 4,3 Tonnen. Das heißt also, der wiegt leer 2,8 Tonnen und dann halt natürlich je nach Ausbaustufe die ganze Geschichte. Was ich natürlich an Zubehör alles haben möchte, von Solaranlagen, Markisen und so weiter. Also mein Eigner, der draußen im Freigelände P1 steht, hat im Moment ein Eigengewicht von 3,3 Tonnen. Aber da ist wirklich auch alles drin, was das Herz begehrt. Ne? Und hat da noch eine Tonne Zuladung quasi? Ja, noch eine Tonne Zuladung, richtig. Ja, richtig. Das. Man hat auch gar kein Problem mit dem normalen, ich sag mal, B-Führerschein, den alten Dreier. Nein. Damit ist es problemlos. Oft haben die ja dann das noch eingetragen, ja, dass man 12 Tonnen noch ziehen darf. 12,9 Tonnen sogar sind das ja, ne? Die da sind. Ja, also die Zusatzkennziffer, die man dann noch drin hat, dann darf man bis 18 Tonnen ziehen, brauchen wir hier gar nicht, oder? Nein, das brauchen Sie nicht, das brauchen Sie nicht. Ich guck mal kurz rein. Ihr habt eine alte Heizung. Das Ganze ist gebaut wie, ich sag mal, in einem Luxus-Wohnmobil, so kann man sagen, mit der Ausstattung. Genau. Bloß, dass kein Triebkopf vorne dran ist. Das ist ja mein Auto und da fangen wir mit den Vorteilen an. Man kann ihn relativ schnell, also ich sag jetzt mal, der Geübte, denke ich mal, so in 10 Minuten abkoppeln. Ja, also wirklich in 10 Minuten abkoppeln. Sie haben ja nicht viel zu tun im Prinzip. Man entriegelt ja praktisch bloß den, also man lässt natürlich erstmal vorne die Stützen runter. Ja. Dann entriegel ich den Sattel und fahre raus. Also das ist wirklich in 10 Minuten ist das Ganze gemacht. Dann haben Sie voll elektrische Stützen. Das heißt, Sie drücken einmal auf Auto-Leveling und dann fängt er an, sich automatisch einzuleveln. Ach so, die sind voll elektrisch, die Stützen. Also Hubstützen integriert quasi. Richtig, genau. Die sind serienmäßig dabei und somit stellt er sich kerzengerade. Der ist komplett aus GFK? Ja,
oben das Dach, alles unten GFK. Boden. Ja, genau. Boden genau. Aus GFK. Das heißt also für die Ewigkeit gebaut. Für die Ewigkeit gebaut. So, also wie aus dem Schiffsbau. Dann das Thema Slideout. Ihr habt oben drauf, da gibt es natürlich Blätter und so weiter, die drauffallen könnten, Äste und so weiter. Da gibt es ein kleines Rollo. Da gibt es ein kleines Rollo, das ist eigentlich einfach nur zum Schutz gedacht. Wenn Sie von oben irgendwie vom Baum einen Ast bekommen würden, der da drauf liegt, dann wäre das natürlich ärgerlich, wenn Sie das, den Slideout reinfahren. Dann würde er sich natürlich in den Dichtungen mit reinziehen und somit vermeidet man das Ganze da oben. Ja, die Leute, die ich gefilmt habe, ja, wir haben ja Videos gedreht mit 500.000 Aufrufe. Ja. Das interessiert die Leute, das Thema. Man kennt es aus Amerika, da sind die aber viel schwerer. Ja, das Problem ist ja natürlich auch diese Bremse. Das ist ja eine elektrische Bremse, ne? Und diese Bremse, wie sie aus Amerika man kennt, bei diesen großen Auflieger, die ist ja in Deutschland nicht mehr zulässig oder in Europa nicht mehr zulässig. Und die Firma Bopak, die dann wieder weiterentwickelt hat, diese elektrische Bremse, da haben wir eben dann die Zulassung bis eben diese 4,3 Tonnen und somit auch kein Problem, eben auch ein COC-Gutachten zu bekommen, sodass es dann eben Euro. Also der hat auch COC? Der hat auch ein COC, ja. Sehr schön, also da spart man sich auch jede Menge Ärger mit der Zulassung. Ja. Ja, Celtic Rambler, Nachfrage ist groß, trotzdem, man muss einige Dinge beachten. Das übt man am besten, das Fahren, es ist nicht schwer, aber man sollte es üben, oder? Ja, natürlich auf jeden Fall mal üben, aber wobei ich immer sage, dass man sowas wesentlich leichter rangieren kann, als wenn ich einen Wohnwagen oder auch einen Anhänger rangiere. Ne, dadurch, dass die Achsen natürlich etwas weiter hinten sind und der Drehpunkt eben nicht hinten auf der Sattelplatte ist, sondern an der Pinbox ist, ist es also so, dass sie auf 90 Grad einschlagen können und somit auch auf enge Plätze kommen. Das geht. Das heißt, das man geht. Kann also komplett einfahren, der dreht quasi auf der Stelle. So ist es. Ne? Also okay. Wir haben auch selber auf unseren Film auf unserer Seite im Werbefilm laufen. Da kann man das sehen, wie wir wirklich auf der Stelle rangieren. Ne? So, der Slideout, der kommt fast komplett raus. Hier ist das Ende vom Fahrzeug. Ein Meter, ne, wo der rauskommt, der Slideout. Stark, das ist schon viel. Das ist viel. Das also die meisten hier, zum Beispiel Morelo und so, da sind 60 cm, die rauskommen, das ist okay. Aber hier, gut, das werden wir gleich mal sehen, wie das Ganze aussieht. Der, ich sag mal, der ist auch dicht, weil viele Leute sagen, naja, ist der auch dicht? Der ist dicht. Der ist absolut dicht. Hier sind Dichtungen in wie außen, die sich eben dementsprechend abdichten, wenn sie rausfahren. Oder Scheibenlöcher quasi, Gummis. Sozusagen, riesige. Genau. Das sind halt mehr oder weniger in Silikonbasis, die Dichtungen, die da sitzen. Und dann ist es so, dass der eben komplett sich abdichtet beim Rausfahren oder wie auch beim Reinfahren. Okay, ich zeig's mal da oben, da ist es drin. Zusätzlich natürlich oben noch der Schutz, der auch sinnvoll ist. Ich sag mal, dass irgendwelche, ich sag mal Laub, Äste und so weiter, das soll ja nicht sein, dass das eingeklemmt wird. Das wäre natürlich gut. Das ist aber nicht nötig für die Dichtigkeit jetzt. Nein, also das hat mit der Dichtigkeit gar nichts zu tun. Okay. Das ist einfach ein zusätzlicher Schutz, dass man dann eben, wenn oben auf dem Slide-Out auf dem Dach was liegt, dass man das sich nicht mit reinfährt. So, jetzt ist ein Schand zu Ende. Wir gehen mal gerade hier rum. Dann zeigen wir mal von der anderen Seite. Hier sind einige Sachen drin, LPG, ja, wir haben also einen Gastank. Mal zwei große LPG-Flaschen drin, säenmäßig. Der hat zusätzlich noch einen 80 Liter Gastank. Okay. Na, dann haben wir praktisch hier die ganze Wassergeschichte. Das heißt also City-Wasseranschluss, ne, dass Sie von außen also auch befüllen können. Dann haben wir hier dann eben dementsprechend noch mal... Vielleicht noch kurz für die Leute. City-Wasser bedeutet, ich habe einen festen Wasseranschluss und der Tank wird automatisch immer wieder aufgefüllt. Automatisch befüllt, genau. Ne? Sie machen also einfach ihren Schlauch damit dran, Gardena-Anschluss und dann drehen Sie den Wasserhahn auf und dann wird er automatisch je nach Verbrauch immer wieder befüllt. Ähnlich wie beim Klo übrigens. Da ist ein Schwimmer drin, der erkennt das automatisch. Ist es so? So ist es. So ist es. Ah. So, und das ist die Aufbaubatterie? Nee, das ist einfach nur die Batterie, die zuständig ist für die Bremse. Ah. Weil es ist ja so, die Bremse muss ja eben sicherstellen, ist in Deutschland eben gefordert, dass der eben auch selbstständig ohne Anschluss eines Fahrzeugs steht. Verstehe. No. So, und das ist auch was ganz Besonderes. Also ich weiß nur, elektrische Bremsen ist gar nicht so einfach in Amerika Standard, oder? In Amerika ist es völliger Standard. Plus, die haben natürlich lange nicht diese Anforderungen, wie wir sie jetzt hier in Deutschland haben. Ne? Da haben sie das Steuergerät im Fahrzeug. Hier ist also das Bremsensteuergerät hier drin. Mhm. Was also eingestellt wird mit dem Laptop, die Gewichte, und dann haben sie wirklich ein absolut tolles Bremsverhalten. Also ich habe das mal gesehen, dass die Fahrzeuge aus Amerika, die haben sogar vorne ein Navi mit drin, da schließt man das an und da ist direkt die Rückfahrkamera mit drauf. Das fühlt sich so an. Ist das hier auch so? Genau, wir haben also von Garmin, diese Garmin Camp haben wir drin, die über Funk geht. Und dann haben sie natürlich den Vorteil gleich, dass sie Länge, Breite, Höhe und so weiter mit eingeben können und haben dann über Funk die Kamera nach hinten. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, 360 Grad Kameras zu montieren. Das ist so. Man kriegt ja auch eine Einweisung. Man kann ja zu euch kommen mal. Ja, ihr seid jetzt wo? Wir sitzen in Sulingen. Das ist im Dreieck Osnabrück, Hannover, Bremen. Genau dazwischen. Und wenn Sie zu uns kommen und einen Auflieger dann abholen, dann nehmen wir uns dann 3-4 Stunden Zeit, um dann die Einweisung zu machen.
So ist das. Ihr besorgt dann auch die Autos auf Wunsch? Natürlich, ja? Natürlich. So ist das. Ihr habt immer Fahrzeuge da, im Moment ja schwierig, oder? Im Moment ist die Lage ein bisschen schwieriger, weil ja wie bei allen diese Halbleiterprobleme sind. Aber und der Gebrauchtwagenmarkt in Amerika ist leer, habe ich irgendwie gehört. Ist absolut leer. Es gibt kaum noch Autos, aber das wird sich auch wieder ändern. Das wird sich sicherlich wieder ändern. Das wollen wir ja stark hoffen. So, Wales liegt in Schottland, oder? Na, Wales ist in Wales. Ja. Wales ist in Wales, ja, aber genau, ungefähr Wales so ist Wales, ne? Also in United Kingdom, ne? Ungefähr wo? Wo liegt Wales? Das liegt eigentlich genau zwischen Manchester und Liverpool. Also eine Stunde von Manchester oder von Liverpool. Das heißt also, wenn man hinfliegt, kann man sich aussuchen, wohin. Ich nehme es auch zurück, dass Wales in Schottland liegt, okay? Das ist also nicht zu sagen, ja komm, also dann... Ich will es auch nicht. So, komm, wir schauen mal kurz hinten rein. Hier ist noch jede Menge Stauraum. Richtig, genau. Hier haben wir also auch noch einen Stauraum, der also komplett über die ganze Breite geht. Das Reserverad ist so, die sind sehr kurz vor der Messe gekommen. Montieren wir sonst unten drunter, dass man es also wirklich auch leicht rausnehmen kann, falls es mal benötigt wird. Dann haben wir hier wieder den Rahmen komplett durchgezogen, bis hinten hin. Mhm. Auch dafür extra da, dass wir dann unseren Träger, der da hinten ist, im Rahmen reinschieben können. Stark. Also hier vorne sieht man auch das GFK. Das ist überall GFK außen? Ist überall GFK. So, und dann ist es so, dass wir die verbolzen hier nochmal zusätzlich. Ne? Das ist der Träger. Man hat also die Möglichkeit, den Träger rauszunehmen, wobei der eigentlich ein sehr schöner Träger ist, den ich komplett noch umklappen kann. So, die Toilette. Da kann man auf Wunsch auch eine Trenntoilette kriegen, wenn man will? Eigentlich alles. Geht alles. Also sehr mäßig ist eine Kassettentoilette drin. In dem ist jetzt eine Häcksler-Toilette drin mit einem Fäkalientank. Okay, stark. Ich in meinem eigenen habe eine Cinderella-Verbrennungstoilette drin. Genau, es geht alles. Also was der Kunde will. Ja, was der Kunde will. Der soll nur sagen, was er will. Ich bin halt sehr überzeugt von dieser Cinderella-Toilette. Ja, ich habe sie gefilmt, ganz hervorragend. Ja, ich glaube, der Rest einer Familie, irgendwie zwei Wochen, sind irgendwie gehen in ein Glas rein oder so. Absolut, absolut. Ja. Ne? Klar, man hat natürlich etwas höheren Gasaufwand, ne? Aber... So, und das ist Heck. Das ist Heck. Also die Aufbaubreite normal, das sind auch keine 2,50, oder? Nee, also er hat eine Fahrbreite von 2,30 Meter. Wenn Sie ausfahren, dann Slide-Out 3,30 Meter. Okay, absolut handlich dann. Absolut, absolut. Ja, das ist ja auch wichtig, wenn man so Frankreich, Italien und so weiter unterwegs ist. Da geht es ja auch in Deutschland, ja. Also war es in der Schweiz, ganz viele Baustellen, ganz eng. So, da fährt sich das besser. Moment. Und das hier funktioniert. Ich kann noch einen Fahrradträger da machen. Genau, das ist ein Träger, der bis 150 Kilo geht. Moped drauf. Da kann ich ein kleines Moped drauf, das hat 100 Kilo, dann noch ein Fahrrad dazu, ein E-Bike. Kann ich also dementsprechend immer wählen, ob ich 4 Fahrräder, 3 Feder, 2 Fahrräder oder einen Roller dazu haben möchte. Dementsprechend kann man dann diese Schienen tauschen. Ne? Okay, das ist so eine Rahmenverlängerung. Die das ist eine Rahmenverlängerung, genau. Ne? Wir nehmen diesen Träger, fertigen unten dieses Einschubstück, sage ich einfach mal an, was dann im Rahmen reingeschoben wird. Toll. Ja, also Holzfarben, die kann man wählen und so weiter. Wir gehen am besten mal rein. Ja. Schauen wir uns das an. Ich habe ja schon Videos gedreht, die Leute ganz begeistert. Immer wieder Trauben auf den Campingplätzen. Was da ist, man muss sich nur trauen, sage ich immer so ein kleines bisschen. Hier habe ich mal so eine kleine Auswahl, ne, an verschiedenen Holztönen, Bodentönen, verschiedenen Ledersorten oder Farben, vielmehr, die ich dann eben dementsprechend reinhaben kann. Ne, dann eben für die Schränke dementsprechend hochglänzend oder matt. Also das kann ich alles aussuchen. Ja, die Wartezeit auf so ein... Fragen? Gut, im Moment ist es so, dass wir 12 Bauplätze im Jahr haben. Das heißt also, jeden Monat wird für uns einer gebaut. Und wenn jetzt die Bauplätze weg sein sollten, die alle 12 im Jahr, dann wären roundabout ein Jahr Lieferzeit. Ja, so 7 bis 8. Okay, das bedeutet also, ihr habt die Bauplätze vorgeordert, könnt die Ausstattung dann noch frei bestimmen? Absolut, das ist ja das Schöne dabei. Das heißt, wenn der Kunde dann zugreifen will auf einen Bauplatz, dann kann der Kunde sich also alles aussuchen, was er dann dementsprechend möchte. Was ist hier zu investieren in so ein Auto, in so einen Anhänger? Also dieser Ausstellungsstück liegt jetzt bei 130.000, wobei man, also wie gesagt, meiner, der draußen steht, dann eben noch Solar und so weiter alles drauf hat, große Wechselrichter drin hat. Aber wie gesagt, wir hatten hier das Problem, die sind leider ein bisschen zu spät gekommen, deswegen mit dem Nötigsten ausgestattet, also an technischen Futures. Ne? Na gut, aber das kann man ja noch nachrüsten. Ja, das also das wäre dann also Lithium oder egal was. Also genau, genau. Ne? Also bei uns ist es dann immer so, wenn die Fahrzeuge aus Wales kommen, dann ist es so, dass wir alle technischen Sachen, das heißt also Solar, Fernseher, Wechselrichter, Lithium und so weiter, das bauen wir alles ein. Das heißt also, das sind alles europäische Geräte, somit, dass es kein Problem also, gibt also mit Garantien. Also kein 110 Volt? Oder nein. 115? Absolut. Sehr also schön. Alles 230 Volt, vernünftige europäische Gasanlage drin, somit, dass er auch auf jeden Platz draufkommt mit einer offiziellen Gasprüfung. Sehr schön. Jetzt mal, ich sag mal, Grundrisse. Jetzt ist das hier optimal auch für Familien geeignet. Das ist hier ein Zwei-Personen-Grundriss?
Nein, also Sie können theoretisch da, wo die hübsche Dame sitzt, das noch nach unten machen und können dann dementsprechend hier noch eine Liegefläche für zwei Kinder machen. Da oben haben Sie dann den Schlafbereich mit dem Queensize-Bett und sozusagen vier Personen jetzt erstmal hier. Es ist eigentlich serienmäßig so, dass hier eigentlich ein Sofa ist. Mhm. Na, also auch nochmal eine Schlafmöglichkeit, wobei das natürlich immer, ich finde, von den Staumöglichkeiten, die man zusätzlich noch hat, wenn dieses Board hier ist, dann die Schuhe, die man so alltäglich trägt und dann natürlich den großen Fernseher, den ich dann hier versenken kann. Ne? So, die meisten, die bekommen ganz große Augen, wenn die es hier sehen. Man hat mehrere Vorteile. Es ist auf vielen Stellplätzen wird es als Wohnmobil anerkannt. Mhm. Ist so, also wenn da jemand sagt, es wäre ein Wohnwagen, weil es geht ja nur in Verbindung mit dem Fahrzeug, ja, die stören auch nicht. Also man kommt auf die Wohnmobilstellplätze also auch, oder? Ich habe noch nie, also auch Kunden noch nie irgendwie irgendwas gehört, dass einer vom Platz gejagt worden ist. Also keine Probleme. Also mit normalen Wohnwagen ist das so. Also mit dem Wohnwagen ist es so, das wollen die halt generell nicht, dass ein Wohnwagen rauffährt, aber das Erscheinungsbild. Wohnmobil. Wollte ich gerade sagen. Ne? Ich ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das kurz erwähnt. Nicht, dass die Leute sagen, okay, dann darf ich nicht auf die Stellplätze. Ist, das ist natürlich eine häufig gestellte Frage. Ne? Zuglänge hier gesamt? Ja gut, bei dem sind wir jetzt bei 12,60 Meter. Wobei man dann immer sagen muss, man ist also bei so einem Sattelgespann eigentlich nicht länger, wenn ich jetzt einen Pkw habe mit dementsprechend großen Wohnwagen. Dadurch, dass ich natürlich einen Teil des Aufliegers natürlich hinten auf der Sattelkupplung liegen habe, ne? Oder auf der Ladefläche. So, man hat viel Platz, da muss man sich mal dran gewöhnen. Absolut, absolut. Sie haben natürlich den riesen Vorteil bei dem Celtic. Wir gehen ja gleich nochmal in einem etwas kleineren rein, dass Sie natürlich vorne die ganze Nase sozusagen nochmal komplett als Stauraum haben und dann eben hier drüben nochmal den Schrank haben, eben für Jacken, hängende Sachen und dann eben das Badezimmer komplett Dusche und WC dann in einen Raum haben. Und? Ja, und dann können Sie ja dann eben das Ganze... Sie können ja das Ganze jetzt schön schließen, ne? Dann erweitern Sie sozusagen das Badezimmer, dass man sich dann für den Abend schick machen kann. So. Ganz großer Spiegel ist dabei, Klimaaufbauanlage hier, Naventa von Truma. Die macht auch richtig schön kalt, ja. Das ist ja auch wichtig, auf Wunsch auch zwei? Auf Wunsch auch zwei, der nächste, der für mich jetzt gebaut wird, der kriegt eine Unterflurklimaanlage. Also es sind nächstes Jahr auch sehr, sehr viele Sachen in Planung. Also nächstes Jahr kommt noch mal wieder einer raus, der einen Meter länger ist, der eine komplette Heckgarage hat für Fahrräder. Also da passieren noch einige tolle Sachen. Die Frauen eben. Die Frauen, die sind ja hier reingekommen, so richtig kreischen. Nicht, dass schon die Fallen in Ohnmacht. Ja gut, das Schöne ist natürlich begehbarer Kleiderschrank, so ein bisschen hinten Stauraum, viel Platz. Du hast ein normales Mittelbett, das ist ja auch so ein Thema. Ich sag mal nichts gegen, ich sag mal Liegewiesen und so, mal wieder ein Bett haben wie zu Hause. Ja, ja. Also man hat natürlich die Möglichkeit, Frage kommt auch immer, ist es möglich, Bettgröße, Einzelbetten und so weiter. Das kann man sich also alles zusammenstellen, wie man möchte, ne? So, das Wichtigste ist ja GFK komplett, das heißt also wirklich gute Qualität. Absolut, super Qualität. Ist, glaube ich, in Amerika auch nicht der Fall. Also nein, die meisten haben keine. In Amerika bauen die ja viel dieses Rahmengestell, dieses Holzrahmengestell. Und dann ist natürlich immer die Problematik, die Isolierung. Die haben ja nicht dementsprechend diese Isolierung, wie sie eben, ja, wie eben Europa brauchen. Die sind ja auch nicht dicht, muss man sagen. Also ja, bereits nach wenigen Jahren. Die Verglasung ist das Problem. Ne? Und dann habe ich natürlich, wenn ich das nicht isoliert habe, natürlich die Konsensbildung. Und das ist halt immer das Problem. Ne? So, das Bad, geh mal rein. Denn ansonsten große Dusche, Echtglas? Das sind Echtglas-Tür, ja. So, das heißt, wie zu Hause habe ich hier ja ordentlich Platz. Du kannst dich drehen, dreh dich mal. Problemlos. Also die meisten sagen, ich kann auch Jacken hier aufhängen, kann die trocknen und so weiter. Ja, natürlich. Ne? Die Heizung. Deswegen die Stange da auch, ne, an den Händen, dass man dann eben die Handtücher dementsprechend vernünftig trocknen kann. Mhm. Und das Schöne ist auch dieser Heizkörper, der ist also gleich für Handtücher geeignet und auch im Wasserkreislauf mit angeschlossen. Bei der Alde? Bei der Alde, genau. So. Da steht eine Alde drin, oder? Da steht eine Alde drin, ja. Gut. Also wer sich ein bisschen auskennt, wenn das Fahrzeug einigermaßen gut isoliert ist, kriegt man hier wohlige Temperaturen auch absolut bei minus 20 Grad hin. Absolut. Und man hat keinen Luftzug. Das ist das Einzige, was ihr im Moment hört, ist die Klimaanlage. Dann habe ich hier ein Raumbad, ich kann einfach zumachen. Das ist ganz schick. Hier habe ich einen riesen Kleiderschrank. Genau, hier habe ich also einen riesen Kleiderschrank nochmal. Ne? Ja, wie im Wohnwagen, hätte ich fast gesagt. Aber es ist ja quasi eine Mischung aus Wohnmobil und Wohnwagen. Und genau, so ist es. So ist es. So, die Leute wieder nebenan, die sind total am Schreien. Ja, du merkst die Reaktion? Ne? Ja, genau diese Reaktion. Ne? Die hören wir den ganzen Tag. Ne? Also ja, total begeistert. Also ihr könnt es leider nicht hören. Die waren ja voll gerade am Ausflippen hier nebenan. So, ich zeige mal so Kleinigkeiten. Du hast ein richtiges Nachtschränkchen hier. Genau, ne? Wir haben hier ein richtiges Nachtschränkchen. Ne?
Und dann dementsprechend natürlich da hinten links nochmal Steckdosen, USB-Dosen und so weiter, ne, Handy laden. So, das ist natürlich alles Schuko-Norm, das heißt also, ich nehme an, die haben vielleicht in England eine andere Norm oder ist die gleiche? In England haben die natürlich eine andere Norm, aber das wird gleich werkseitig so für uns gefordert. Das ist ein europäisches Paket natürlich oder ein German Package nennen sie das und dann hat man das gleich mit vernünftigen Steckdosen. So, auch gebraucht erzielen die Höchstpreise, habe ich gesehen. Ja. Also wenn einer sagt, ich brauche einen anderen Grundriss oder so. Ja, wir haben jetzt natürlich wieder ein paar Gebrauchte reinbekommen, weil die Kunden sich dann eben durch, ja, ich sag mal, umorientiert haben, Offroad-Wohnmobil und so weiter. Aber die haben eine Standzeit von 1-2 Wochen, dann sind die wieder weg. Preis von so einem Gebrauchten? Was hat man? 70? Hängt immer ein bisschen ab vom Baujahr und der Ausstattung. Also die wir momentan stehen haben, liegen zwischen 90.000 bis 110.000. Also da kann man auch gleich neu kaufen. Kann man ja, kann man. Sehr schön. Wobei die natürlich sehr, sehr hochwertig ausgestattet sind auch, ne? Sehr schön. So, hier sind noch Teile. Wir gehen jetzt mal kurz rein. Denn du musst dieses Fahrzeug schon bewachen. So ist es. Die Leute, jetzt ist ja Tag Nummer 10 wahrscheinlich auch für dich. Ja. Das heißt, wie viele Leute waren hier drin? Das kann ich gar nicht Tausende. Schätzen. Tausende. Das kann ich also heute haben wir hier Schlangenbildung gehabt. Das war also das wirklich, hast du gesehen, ja. War wirklich, wirklich sehr, sehr extrem. Aber wirklich nur positive Reaktion. Ja, ist schön gemacht hier. Zwei. Ja, wir haben jetzt auch vom Stand 3 Stück wegverkauft. Ja. Ne, also Reaktion ist absolut nur positiv. Ich stelle mal kurz rein hier. Die Stehhöhe ist ja phänomenal. Ja. Du bist wie groß bist du? 1,80. So, bitte mal die Hände hoch. Das ist wirklich, du kommst kaum so. Ja. Aber das schafft ja Raum, oder? Ja, natürlich, klar. Und das ist halt natürlich das Schöne, ne? Wenn du hier reinkommst, hast du natürlich dieses Line-Out, die Höhe. Das ist natürlich ein Raumgefühl, als wenn sie zu Hause in ihrem Wohnzimmer sitzen. Ne? Und wenn man sich dann da hinsetzt und guckt dann auf den Fernseher. Warte, komm, wir machen das mal. Du setzt dich mal da ein. Ich setze mich da hin, genau. So, das ist jetzt schon mal irre weit weg bei dir. Sie kann tanzen. Du bist ja eh Schauspielerin. Sag mal, Grundriss mit Stockbetten, habt ihr sowas? Das ist jetzt diese neue Geschichte, die wir eben planen. Dadurch, dass er länger wird, gibt es die Möglichkeit, eben diese große Heckgarage oder beziehungsweise, dass man diesen Grundriss etwas ändert. Und hier nochmal eine zusätzliche Tür reinkommt, wo ich dann eben nochmal in ein kleines Kinderzimmer reinkomme. Kleines Kinderzimmer. Wo dann, die Farbenauswahl. Ne? Das ist die Farbenauswahl, ja. Für die Ledertöne, ne? So. Ja, es gibt einige Töne, das sieht fast aus wie so ein Schminkding. Ja, ne? Ich dachte auch so. Aber klar, ich meine, die Fahrzeuge sind wahrscheinlich dort in England unglaublich beliebt, oder? Absolut, absolut. Also England ist natürlich ein extremer Markt. Wobei also auch hier in Deutschland, also es ist ja natürlich noch nicht so bekannt, ne? Aber durch diese Messen jetzt oder auch natürlich wie durch Sie, durch diese YouTube-Videos, da kriegt das natürlich einen unwahrscheinlichen Bekanntheitsgrad. Sieht ja unglaublich das Interesse, wenn das 500.000 Leute gucken, das interessiert die Leute. Ja, natürlich. Was kann man da machen? Ich bin selber eingefahren, also es ist am Anfang ein bisschen komisch, weil man denkt, man kann sowas fahren, man muss ein bisschen üben, nach kurzer Zeit kann man es, oder? Absolut. Ich meine, man muss sich halt natürlich daran gewöhnen, dass ich schon irgendwo eine gewisse Länge hinterher ziehe, ne? Also das heißt auch mal ein bisschen ausholen, ja. Aber ich sag mal... Es geht, also... Ich habe ja auch einen Tabat gefahren mit 9 Metern, also Doppelachser. Ja. Da war das Gesamtgespann auch so um die 15 Meter. Wollte ich gerade sagen, der ist länger. Der ist länger, ja, der ist länger. Gut. Ist zwar der Drehpunkt ein bisschen anders, aber man muss weit ausholen. Man muss weit ausholen. Man muss natürlich schon zum Bordstand und so weiter ein bisschen... Aber ist das nicht toll? Du sitzt hier, du guckst hier auf das Board. Du hast eine unglaubliche Tiefe. Ich setze mich noch mal kurz hin. Ihr bleibt mal gerade da. Ich zeige mal gerade was ganz Besonderes, was du gemacht hast. Hier ist ein Hocker mit dabei, der ist wahrscheinlich... Hocker dabei. Ich wollte eigentlich noch mal was anderes zeigen. Warte ganz kurz, ich zeige einmal kurz den Raum. Jetzt komme ich. Fernbedienung gleich sehr, warte mal, ich hole die mal raus. Dann zeige ich dir das mal eben. Ah, kannst du... So, das können wir aber auch... Reinfahren. Ne, den Fernseher dementsprechend runterfahren. Und den Ausblick genießen. Genau, den Ausblick genießen. Und das Schöne eben bei der ganzen Geschichte ist auch das, dass... Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fernseher ganz drin habe, dann kann ich das zum Beispiel zum Arbeiten als Schreibtisch nehmen. Stark. So, der ist jetzt ganz drin? Nee, der ist noch nicht ganz drin. Genau, da fahr mal rein kurz. Ich will mal gerade sehen. Und da gibt es eine Abdeckung. Genau. Sonst denken die Leute, der wird so halb rausstehen. Nein. Der versenkt sich. Der versenkt sich. Jetzt ist er weg. Toll. Und gleich wieder raus. Da ist er. Wie ist das entstanden mit Rambler, Celtic Rambler bei euch? Ihr macht das schon lange? Also wir machen das ja natürlich, dass wir seit 40 Jahren mit amerikanischen Autos handeln und haben natürlich auch sehr viel mit amerikanischen Auffliegern zu tun gehabt. Und wir kennen die Firma Fifthwheel Company eigentlich schon sehr, sehr lange. Und ich sag mal, vor 6 Jahren haben wir uns hier auf der Messe wieder getroffen
Ja, und dann sind wir hingeflogen, haben mal gesprochen, was für eine Möglichkeit besteht. Mhm. Und dann hat sich da eine Zusammenarbeit ergeben. Ne? Dann haben wir Verträge gemacht und das Ganze boomt. Also das war auch für die gar nicht zu erwarten, was da passiert. Ja, gut. Nochmal die Anzahl pro Monat, die ihr habt. Wie viele Bauplätze habt ihr? Also wir lassen im Jahr 12 Stück für uns bauen, die wir einfach bauen lassen. Mhm. Wo der Kunde natürlich immer wieder darauf Einfluss hat, was rechtzeitig, ne, um dann eben Änderungen zu haben. Ne? So, und wir jetzt, hier steht 120, sagt das so? 130. 130. 130.000. So, da ist es mit der Steuer, die ist drin. Das ist mit Steuer, mit Transport, mit TÜV, mit allem, was benötigt wird, um das gute Stück zuzulassen. So, ich sehe jetzt draußen im Wildtrack, der würde nicht gehen bei dem, oder? Natürlich, klar. Also das ist ja, das ist ja eigentlich das Fahrzeug, was ich sag mal am meisten bei unseren Kunden fährt, der Toyota Wildtrack, weil der ist natürlich vom Kostenfaktor her ist der natürlich unschlagbar, ne? Der ist vom Motor ausreichend. Und wie gesagt, eine Tonne Stützlast, über eine Tonne, glaube ich. Über eine Tonne, ne? Also genau. Ich sag mal, bei den Europäischen, gerade bei den Ford Ranger, ist es ja so, dass die von der Kapazität ja noch wesentlich mehr haben, weil sie das Eigengewicht natürlich nicht haben als ein Dodge Ram. Ne? Mhm. Ja, das Problem ist ja immer 3,5 Tonnen, das gibt es in Amerika nicht. Nee, das interessiert da keinen. Ne? Das kennen die alles nicht. Nee. Ich habe jetzt gehört, in Kanada, da wollen sie jetzt, ich sag mal, die ganz schweren Tonnagen jetzt mit Führerschein neuerdings machen, sodass die 90-Jährigen nicht die 30-Tonner fahren können. Ja, naja, gut, da passiert natürlich immer ein bisschen viel, weil man da natürlich bis ins hohe Alter fährt und auch alle Größen fährt. Ja. Ne? Also das ist natürlich in Amerika und USA ein bisschen anders als bei uns. Ja, was toll ist, wenn du mal gerade weggehst da vorne, zeige ich mal die Küche, die Leute, die reinkommen, also gerade eben, das haben wir nicht gespielt, das waren keine Schauspieler, die schreien, wenn die hier reinkommen. Ja, das haben wir also wirklich tagtäglich öfters, dass man dann schon selber erschrickt und dann schaut man mal, ob da irgendwas passiert ist. Ne? Ja, eben, ich hab die auch schon. So, hier ist der Ted Ford. Ja, also hier habe ich auch den Vierflammenherd, das ist jetzt ein Gasherd. Ja, das ist wie zu Hause. Genau, eben wie zu Hause die ganze Geschichte. Ne, dann haben sie hier unten einen Backofen. Und dann eben noch einmal einen Grill, ne? Sodass man sich die Brötchen, wenn die dann eben entsprechend auf dem Platz nicht schmecken, sich die selber aufbacken könnte. Ist aber auch möglich, Induktion. Gigantisch. Bekommen, ne? Also, ich finde, wie man es möchte. Also das Beste von allem. Das Schönste ist, ja. Ne, dann haben sie hier gleich einen Abfalleimer, der da reinfällt und dann von außen zu entleeren ist. Also das sind alles solche Gimmicks, die eben, ja, das Ganze noch erleichtern. Ne? So, ich gebe dir jetzt mal ein paar Gründe, das Fahrzeug zu kaufen. Du kannst dein Auto mitnehmen am Urlaubsort? Natürlich, und bin völlig unabhängig. Ich kann absatteln, kann meine Einkäufe tätigen oder irgendwelche Ausflüge machen. Du hast mega Zuladung? Eine Tonne. Eine Tonne. Ich kann alles mitnehmen, was ich im Betrieb zu Hause an Spielzeugen habe. Ne? Also du hast eine extra breite Aufbautür, die da ist. Richtig. Das heißt, du kannst dann auch irgendwelche Euroboxen quer reintragen, sozusagen, wenn du dein Zeug mal rein und rauslädst für, richtig, Winter und Sommer. Genau, Einkäufe, Bierkisten, alles, was man so kaufen möchte. So, der ist absolut winterfest. Abwasser und Wasser? Abwasser, gibt es ein Winterpaket, dass ich Abwasser und Frischwasser natürlich nochmal speziell isoliert habe. Hier Innenraum ist bis minus 20 Grad garantiert. Wir haben auch Kunden, die dauerhaft in Schweden zum Beispiel in so einem Auflieger leben. Geht. Absolut. Sehr schön. So, der Tisch, haben wir schon gesagt, der ist absenkbar. Der Tisch ist versenkbar, genau. Den können wir versenken, verschieben, auch wenn es jetzt vom Platz her hier vorne ein bisschen enger sein sollte, wenn man größer ist. So, du hast eben gesagt, da kommt ein neuer Grundriss, also eventuell mit der Tür. Hast du den schon gesehen? Nee, der ist also rein nur auf Papier. Also wir gehen jetzt am 3. Oktober nach Wales und dann wird das Ganze konkretisiert. Also und wie wir eben erfahren haben, Wales ist ja in Schottland. Das war ein Scherz. So, hier vorne nochmal kurz reingucken. Also das ist der Blick nochmal ins Schlafzimmer. Und ja, ich bin begeistert. Wir gucken jetzt mal den kleineren Grundriss an. Genau. Das machen wir gleich im Extra-Video, denn da vorne steht auch ein Wildtrack, das beliebte Auto. Also Leute müssen keine Angst haben, sie müssen keinen riesen Pickup. Also es geht, wie gesagt, der Ford Ranger als Wildtrack, es geht der Amarok, es geht der Nissan, es geht der Hilux, also querbeet. Wir haben auch Kunden, die haben einen Mercedes Sprinter, Pritsche. Also es geht querbeet wirklich alles. Hier vorne ist das alte Bedienteil, hier vorne, genau, hast du da noch... Genau, haben sie noch mal ein bisschen Bordelektriken oder auch die Stützensysteme haben wir hier drin. Ne? Technik. Das ist also automatisch Leveling-System. Von Lippert. Sehr schön. Dann haben wir hier die Umstellung der Tanks, einmal zu befüllen, einmal City Water, wenn sie Daueranschluss haben. Gastank. Dann haben wir hier nochmal die Fernbedienung für die Klimaanlage, hier die Bedienung für den Slide-Out. Gasanzeige für den Gastank und rechts eben für die LED-Beleuchtung, die hier noch so indirekt ist. Ist er denn bedienbar einigermaßen, wenn er drin ist, der Slide-Out? Wenn ich mal kurz aufs Klo muss oder so? Ja, das sowieso. Also der Slide-Out fährt ja hier rein. Das heißt, sie kommen hier immer hin. Ja. Und hier
Also Ihre Mitarbeiterin, die käme da so durch, ohne Probleme. Mhm. Was man eben machen kann auch, man könnte den theoretisch ein Stück auch rausfahren, okay, ohne Probleme. Bei voller Nutzung natürlich immer raus oder rein, eben was man schon sagt, wegen der Abdichtung, ne, der Dichtungen. So. Aber ansonsten kein Problem. Ich sehe auch, innen ist auch GFK. Innen ist auch GFK, ne? Teilweise natürlich dieser Holz hier, ne? Aber auch GFK. Und das Bad auch GFK? Das Bad auch, ja. Okay, was frage ich überhaupt, ja? Das ist gut, aber das sind natürlich die Fragen, die Leute auch fragen. So ist es drin. Und ja, vielen, vielen Dank. Deine Firma heißt? Firma Büsching Tuning in Sulingen, seit 40 Jahren am gleichen Standort. So, und ich zeig mal gerade, du hast was ganz Unauffälliges hier gemacht. Du hast nämlich deine Webadresse auf dein kleines Auto geschrieben. So kann man es am besten sehen, ne? Weißes Auto, schwarze Aufschrift. So, man muss aber trotzdem Werbung machen für dich, denn ich sag mal, du bist Pionier hier auf dem Gebiet. Das macht außer dir keiner, oder? Mit dem Fifthwheel so groß? Es gibt noch einen, der das macht. Im Schwarzwald sitzt der, glaube ich, aber natürlich eine andere Bauweise. Ne? Eine Bauweise. Also das hier ist im Prinzip europäisch, für den europäischen Markt so gedacht. Genau. Europäische kleine Breite, ja, maximale Tonnage. Ja. Also da muss man nichts umbauen, nein, keine Nachteile. Nein, absolut nicht. Also die kommen, den könnte ich theoretisch eigentlich so zulassen, weil er eben mit COC-Gutachten geliefert wird. Und ich könnte ihn einfach so zulassen. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.